Sehen, wie draußen meine Freunde dann sagen, ich kann nicht sagen, die sind mir alle scheißegal draußen. Sind dir deine Freunde scheißegal? Wenn die Viola sagt, du, mir ist das, ich bin total enttäuscht von dir und dann glaube ich nicht, dass du dann sagst, das ist mir scheißegal. Ich mache trotzdem so weiter, wie ich bin. Weil wenn du mit jemandem aufgewachsen bist, und das bin ich mit einem von meinen Kumpels auch, dann und die denken so über dich, dann denkst du dir, okay, gib denen eine Kleinigkeit zurück in erinnern. Ich kann es zwar immer im Statement sagen, wie sehr ich sie schätze, und das habe ich auch gesagt, aber ich weiß nie, ob das die sehen. Und das ist aber etwas, was sie sehen. Wenn ich halt hier im eigenen Bett schlafe und wir wissen selber, wenn wir im armen Bereich schlafen, dann kann ich in den eigenen Bett schlafen, dann möchte ich auf jeden Fall neben dir liegen. Nee, vergiss es. Das ist meine Einstellung. Ich weiß nicht. Maria, ich rede von meiner Meinung gerade und du sagst ja, wieder, du redest mal gerne mit, vergiss es. Ich möchte einfach, dass du kapierst, dass du mir sehr viel wert bist und dass ich einfach nur diese Kleinigkeit erfüllen möchte. Nur diese Kleinigkeit. Und ich habe dich wegen dem ja genauso gern wie eh und je. Verstehst du nicht? Für mich sind die Gefühle zu dir wie eh und je. Also ich mag dich zu 100%, ich würde alles für dich tun und würde hierinnen alles machen, nur damit es dir gut geht auch. Ja? Und deswegen habe ich diesen Konflikt mit mir selber, dass ich sage, erstmal verstehe ich es nicht, dass du mir den kleinen Wunsch nicht erfüllen kannst. Und zweitens harre ich mit mir selber, dass ich sage, okay, wenn du da fertig bist, möchte ich natürlich deinen... Verstehe das, wie du denkst, und ich möchte deinen Wunsch auch erfüllen, ja? Aber ich kann nicht beides machen. Und ich riskiere draußen, meinen ganzen Freundeskreis, ich riskiere das draußen, nur wegen so einer Kleinigkeit. Und wenn ich die Kleinigkeit zurückgeben kann, dann ist das toll. Und also abschließend können wir ja so sagen, also für mich wäre es einfach ein Freundschaftsbeweis gewesen, auch für alle anderen. Hey, du weißt doch, wie ich denke. Wenn es so geblieben wäre, so ist es auch völlig in Ordnung, ich respektiere das. Es macht, also ich finde es jetzt nicht schlimm, natürlich finde ich es nicht schlimm, dass wir jetzt nebeneinander schlafen oder so, aber für mich ist es einfach nur so, Cut, jetzt. Das kannst du so. Es muss. Oh Mann. Nee, weil du hast immer was anderes gesagt und dann von heute auf morgen. Dann machen wir es so, dann können wir es so. Wir sind erwachsene Menschen, wir können ja reden miteinander, auch wenn du jetzt schon gehen willst, ja, und warum auch immer. Dann lass mal die KFS weg. Dann wart man nicht auf die KFS, damit das nicht komisch ausschauen kann nach draußen. Lass mal das weg. Mhm. Warum nicht? Wir haben uns beide jetzt entschieden. Was? Wir haben uns beide für was entschieden. Nee, Moment. Du hast dich dafür entschieden. Hallo, Moment. Ich rede gerade mit dir. Ja, ich höre jetzt zu, ich wollte nur aussprechen. Dass du das so ablocken kannst, das ist für mich total krass. Also ich habe sowas. Hey, ich könnte. Für mich ist das der Beweis, so wie du jetzt bist, dass dir an mir gar nichts liegt. Wenn du das meinst. Also steh doch zu mir mal auf. Steh doch auch zu mir. Ja. Indem ich sage. Nee, indem du sagst, hey, weißt du was? Einfach, ich verstehe das, wie du denkst, ja? Ich verstehe das, dass dir dein Freundeskreis viel wert ist. Weil du kannst mir erzählen, dass dir der Viola oder wenn deine Kumpels einfach nichts wert sind draußen und dass du denen nichts zurückgeben willst. Das kannst du mir nicht erzählen. Und dasselbe möchte ich auch machen. Ich weiß ja jetzt, dass meine Freundin zu mir steht, dass mir das Vertrauen entgegenbringt. Aber sie kann einfach das. Irgendwann, wenn es jetzt seit wie vielen Wochen geht, seit 6 Wochen vielleicht oder 5 Wochen, wenn, hey, die ist fertig da draußen auch. Die ist fertig, das siehst du an. Hey, die ist reingekommen und haben gedacht, was ist mit der los? Und ich kenne sie jetzt seit 7 Jahren. Also, und wenn du sowas siehst, wie einer der liebsten Menschen da so fertig sein kann, ja. Dann denkst du, dann kann man wenigstens einen kleinen Gefallen tun. Genau, und deswegen, Gefallen kannst du mir auch tun. Und deswegen denke ich, wir tun allen Gefallen. Nee, denke nicht für mich. Ich denke, wir tun allen Freunden Gefallen. Was denkst du für mich immer? Deiner Freundin, den Eltern. Ich denke, wir tun allen den Leuten Gefallen, damit die hinter dir stehen, indem wir das cutten. Nein. Du tust mir den Gefallen nicht. Ich tue denen den Gefallen. Ich,
Nur ich möchte nur mit dir alles gleich lassen. Warum? Warum denkst du für mich immer? Ich bin doch kein kleines Kind. Warum denkst du für mich immer? Du sagst zu mir immer, du sagst so, Alex, du machst es so. Und dann hat Alex so, das so zu machen. Ich bin nicht die Lucy. Wieso wirst du immer, du willst mir sagen, was für mich das Beste ist. Und du siehst, dass mir total scheiße geht und sagst mir, das ist das Beste. Das ist doch das Beste für uns beide. Nein, ja, bei mir das ist vielleicht das Beste für dich, aber für mich nicht. Für mich ist nicht das Beste. Und ich denke, wenn es für mich das Beste ist, dann, wenn wir wirklich eine Freundschaft haben, dann ist es einfach für dich auch nicht das Beste. So denke ich. Ich mag einfach keine Menschen, die heute so, morgen so. Das bin ich nicht. Hey, glaub mir's. Das habe ich in den letzten 7 Tagen immer gesagt. Hey. Tagtäglich habe ich das eigentlich gesagt. Hey, glaub mir's, das bin ich nicht. Und das weißt du auch, dass ich nicht so bin. Oh. Hey, wenn ich so wäre, dann hätte ich es schon längst beendet gehabt. Wenn ich so wäre. Und dann würde ich hier nicht mit dir sitzen, wenn es so wäre. Warum sitze ich da, weil mir das nichts wert ist, das Ganze, oder wie? Ich glaube, du unterschätzt total, wie viel du mir wert bist, glaube ich. Das unterschätzt total, wie viel du mir darin gibst. Für mich ist, wenn du darin nicht erinnern wärst, ja, jetzt zu dem Zeitpunkt. Es macht für mich das mindestens 50% weniger Spaß, wenn nicht mehr. Und ganz ehrlich, wenn ich das weiß, dass das so jetzt läuft, oder wenn wir die Freundschaft da jetzt so kündigen müssen, dann geht es mir extrem scheiße und ich weiß nicht, was ich darin verloren habe, da, ganz ehrlich. Für mich wäre es einfach nur ein Freundschaftsbeweis gewesen, wenn es so geblieben wäre. Das wäre für mich ein Freundschaft. Für mich wäre eine Freundschaft, wenn du mir einfach einen Gefallen tust. Kannst du mir auch einen Gefallen tun? Das sind wir unterschiedlich. Nee. Für mich wäre das ein Freundschaftsbeweis gewesen und für dich ist jetzt das ein Freundschaftsbeweis. Ach komm, ich gebe doch so viele Freundschaftsbeweise, glaube ich. Hey. Deswegen. Ich ziehe das Ding jetzt wieder bei der Kämpfer durch. Ich brauche keine Bezugsperson. Hey, wie Caro? Hey, wie kannst du sowas sagen eigentlich? Wie kannst du sowas sagen? Klar, ich habe hier noch Kevin und Marcel. Mandy langsam auch. Hey, ich glaube, ich sehe nicht, wie es dir jetzt gerade geht, wenn du sowas sagst. Hey, komm her. Nee. Das ist doch Blödsinn. Das ist doch Blödsinn. Doch. Ich hab's auf jeden Fall zu machen. Ach komm her. Du kannst mir das nicht erklären, dass das. Doch. Was können wir machen? Sag mal das noch. Was können wir machen, dass das wieder in Ordnung wäre? Dann kann ich abschätzen, was ich mache. Nein. Sag mal es einfach. Das ist doch eine einfache Frage. Hey. Sag mal, man kann ja auch eine Freundschaft wieder herstellen, oder? Nein. Kann man nicht mehr. Sag mal, was. Oder kannst du mir es gar nicht sagen, weil es einfach nicht so ist. Sag mal bitte. Nein. Ich hab da keine Antwort drauf. Ich hab da keine Antwort drauf. Du glaubst gar nicht, wie es mir schlecht geht da dabei. Und darum hätte ich gerne mit dir drüber gesprochen, weißt du? Und darum bin ich.